Willkommen zurück zu einer neuen Folge Goatsman. Zwei mutige Soldaten in den Appalachen am Barson Frog jagen den Ziegenmann. Nicht wahr, Kreis? In den Appalachen? Ich dachte, du wolltest mit mir ein bisschen abhängen und lachen. Abhängen und lachen. Auf einmal kriege ich eine Waffe ins Gesicht gedrückt. So. Du bist ein Soldat. Der Ziegenmann hat uns hart drangenommen. Also ey, in der Kirche wurden wir geschändet. Wir haben irgendwie übel. Satan erzürnt. Und Kirche dann ist hardcore. Church ist echt übel. Wir haben zwei Dinge gelernt. Sache Nummer eins, schmecke niemals seinen Code ab. Ja. Schmecke ihn einfach nicht ab, lass es einfach. Sache Nummer zwei, geh nicht in die Kirche und piss ins Weihwasser. Das gehört sich nicht. Ja, ich wollte gerade einmal ein Tröpfchen, ist reingeplumpst ins Weihwasserbecken und schon. So ein kleiner Bonjour-Tropfen. Bonjour, ich bin ein Tropfen. Ja, da hinten ist die Brücke, da müssen wir rübergehen. Aber du weißt, wen wir damit aggressiv machen. Den Ziegenmann natürlich und den Mottenmann. Den Mottenmann, sein Cousin. Ich glaube, sie sind alle verwandt. Bigfoot, Mottenmann, Ziegenmann. Ich denke schon. Ich denke, das ist alles aus einem Kult. Der Chupacabra. Oder denkst du einfach nur Menschen, die sich Kostüme angezogen haben, um Freifahrtschein fürs Morden zu bekommen? Ich denke schon. Das ist einfach, die haben dann den Rape-Freifahrtschein, weil es war der Ziegenmann. Herr Officer, ich hab's gesehen. Eine riesige Ziege hat den Mann getötet. Ja, ist okay. Also, hat jemand wirklich was gesehen? Im Endeffekt. Ist es eigentlich die ultimative Taktik, in einem Bigfoot-Kostüm jemanden umzubringen? Wahrscheinlich. Denkst du, so macht man das? Morden? Es wird immer so schnell dunkel am Anfang, ne? Irgendwie schon. Diese Spiele haben alle eins gemeinsam. Die Nacht kommt sehr, sehr schnell. Und sehr, sehr lang. Sehr, sehr heftig. Und die Nacht ist aus irgendeinem Grund super lang. Ich meine, guck mal, wie plötzlich kam die Nacht, als wir ins Weihwasser gepieselt haben. Eigentlich ist es genau umgekehrt. Normalerweise, weißt du, in echten Leben, voila, da sind die, da ist das Licht eigentlich länger. Was war das? Eine Elche oder so. Ah! Okay. Okay, alles klar. Mutter Elch, ey. Diese Sau schickt unschuldige Tiere. Tja, aber der Elchmann? Ja, aber wir haben nur eine Lizenz, um den Elchmann zu töten, aber nicht um Freiwild hier abzuballern. Ist nicht drin. Ist einfach nicht drin. Die nicht genügend ist Budget. Zu hardcore. Okay, wir gehen mal ins Dorf. Mal sehen, ob da irgendjemand was gesehen hat. Die Leute müssen doch was wissen. Wir reden jetzt mit den Einheimischen. Okay, alles klar. Okay, wenn du willst, aber wir haben nicht genug Vaseline dabei, um Eventualitäten vorzubeugen. Du weißt schon, beim letzten Mal, als wir den Bigfoot gejagt haben, da mussten wir es trocken machen. Okay, der Bär? Nimmst du den Bär? Er will's wissen, ne? Er hat mir auch nochmal richtig was abgezogen. Schweinehund, ey. Nee, Schweinebär. Schweinebärmann. Das meinte er voll Ernte. Jetzt kommt er nämlich gleich wieder, der Ziegenmann, sag ich dir. Drei Tiere töten und der Ziegenmann kommt. Ja, oder halt sein Lieblings-Rape-Bär. Okay, noch ein Bär? Ja, noch ein Bär. Voll in die Fresse! Voll in die Fresse! Okay. Der nimmt uns damit die Munition. Ja, genau. Das ist sein Plan. Er will eigentlich nur haben, dass die Tiere sozusagen Kugeln abkriegen. Okay, wir sind in der Stadt. Kann man Türen öffnen? Ja. Kann hier rein, ja. Alter, was sind das für versiffte Betten? Schau das mal an. Boah, wer schläft denn so? Keine Ahnung. Ich hab Obdachlose gesehen. Die hatten saubere Matratzen. Ja, die hatten saubere Matratzen. Krass. Na gut, wir sind hier nicht in Deutschland, ne? Okay, hier ist aber nichts. Wo ist eigentlich der Ziegenmann? Wo ist denn der so angesiedelt? Wo trifft man denn auf den? Wahrscheinlich irgendwo Amerika, oder? Nee. England? Ey, was ist das da vorne? Da vorne ist doch jemand. Das ist eine Steinstatue. Nein, das ist doch ein Geist. Langsam. Was zur Hölle? Alter. Geister. Das Höllenfeuer. Alter, Clan-Mitglieder. Ey, der Clan. Der Clan ist da. Der Clan. Wo ist der hin? War keine Statue, es war ein scheiß Geist. Wo schießt denn du jetzt schon wieder hin? Ich wollte mich nur heilen. Ich glaube, wir sollten die Gegend absichern mit Licht. Ich höre ihn, oder? Was, echt jetzt? Ich hab Licht. Irgendwo da habe ich ihn gehört, glaube ich. Ich leuchte jetzt hier die ganze Gegend aus. Mir ist die Sache einfach zu heiß. Alter, steht da so ein Typ in so einem Anzug rum. Heftig, Mann, heftig. Wow. Wo bist denn du? Im Haus. Sollen wir uns einfach ins Haus setzen und Fallen davor legen und mimen? Wir haben ihn noch nicht einmal gesehen. In welchem Haus?
Mit den Schmutzmatratzen? War ich jetzt. Nee. Du siehst es doch auch auf dem Kompass. Ach so, ja. Ja. Und wir mal hier zu diesem Turm? Was liegt denn da rechts? Was ist das? Ah, ne, ist ein Busch mit Rosen, okay. Hörst du das? Ein Geräusch? Schlangen. Da drin, oder wie? Ja. Noch nicht natürlich, oder? Cobra Kai! Cobra Kai! Noch keine natürlichen Umstände hier. Nee, ich glaub, Schlangen... Hier ist Munition! Du weißt, bei Regen kommt der Ziegenmann. Bei Regen kommt... Ey, weiß nicht, sollen wir einfach mal vor die Tür eine Falle legen? Ja, aber erst, wenn wir draußen sind, oder... Was bringt denn das dann? Ja, dann aber auch noch Minen. Warte, ich leg noch Minen hin. Was glaubst du, der kommt? Keine Ahnung. Okay, ich hab hier... Latsch nur nicht in die Fallen. Ich hab 3 Minen. So, nun komm, Ziegenmann. Klar kommt er. Ja, aber wie kommen wir jetzt wieder raus? Wir müssen den ganzen Kram dann irgendwie entfernen. Können wir nicht drum herum gehen? Ja, wir müssen es eh wieder mitnehmen. Soll ich ihn anlocken mit einem Leuchtschuss? Meinst du, das geht? Weiß nicht. Im Moment ist er irgendwie ein bisschen schüchtern, oder? Na, er wird schon kommen. Okay, der Regen hat aufgehört. Wir drüber springen? Oder spreng ich mich damit selbst? Ich weiß es nicht. Ich will es nicht unbedingt testen. Ding! Mann! Was war das? Ich bin in die Falle getreten, unglaublich. Dabei habe ich mich gar nicht bewegt. So, ich habe meine Traps wieder eingesammelt. Achtung, das sind Minen, ne? Ja, ich sehe die. Aber ich kann sie nicht aufheben, weil meine Minen voll sind. Hab eine Mine. Okay, dann können wir vorbei. Moment, Vorsicht. Ich nehme sie alle mit. Wo ist die andere jetzt? Man sieht so schlecht. Okay, ich hab sie. Okay, es wird langsam wieder hell. Ich bin sowas wie der Hurt Locker. Der Hurt Locker. Am alten Wasserturm, ey. Aber was war das eben für eine Gestalt? Ich meine, wir wussten, dass wir gegen eine riesige Ziege kämpfen müssen. Aber gegen Geister oder Clanmitglieder? Das stand nicht im Vertrag. Nee, stand echt nicht im Vertrag. Vor allen Dingen den Clanmitglieder nicht. Was denn da? Guck mal, der Stern da oben auf der Tür, das ist schon auffällig. Alter, da ist eine Toilette drin. Alter, wer hat denn hier gewohnt? Charles Manson? Die Manson-Villa. Das ist doch die Manson-Villa. Manson-Room. Die Manson-Room-Villa. Manson-Room-Villa. Unten am Manson. Okay, die Uhr hier bewegt bei Nacht? Sich nicht. Oder bei Tag? Ist halt die Frage. Hm. Du bist da. Okay, da ist die Kirche. Ich würde sagen, wir gehen nochmal zur Kirche. Der alte Wasserturm. Die alte Bar. Und Jebediah. Ansonsten ist ja auch nichts. Ja, hier ist noch ein Haus. Hier ist noch das Haus von Jebediah. Jebediahs Brutzelstube? Jebediahs Brutzelstube. Oh. Mit den dicksten Bockwürsten der Stadt. Ja, da gab es immer die knackigsten und dicksten. Da gab es richtig knackig dicke Würste. Alter, ey, der hat uns einen Donner geschickt oder so, der Kultist. Ja, irgendwas ist da passiert. Ja. Das hat mir auf jeden Fall ordentlich Energie gekostet. Wenn dann der Ziegenmann noch gekommen wäre und mich mit seinem dritten Horn gestoßen hätte. Und wir wissen alle, dass das dritte Horn vom Ziegenmann das härteste Horn ist. Ich glaube, der Ziegenmann, den werden wir nicht so leicht knacken. Der ist eine harte Nummer. Der ist eine harte Nuss. Der will's genau wissen. Da kannst du nicht mal eben so eine Falle hinlegen mit Fleisch drin. Wobei, auf solche alten Drecks fällt ja gar nicht rein, ne? Ja, wenn das nächste Mal auf mich zukommt, versuche ich mir mal nicht direkt in die Hose zu scheißen. Direkt ja, eine Falle. Und versuche halt eine Falle vor mich zu legen oder so, oder wenigstens Minen oder sowas. Guck mal, da ist doch so eine Mauer. Glaubst du, wenn wir jetzt zur alten Kirche gehen, ja? Denkst du, wenn wir da jetzt hingehen, dass da direkt irgendwie was getriggert wird? Ich glaube schon. Ich würde sagen, wir legen überall Minen hin. Wir sichern die Kirche. Okay, wir sichern die Kirche. Ich habe keinen Bock auf diese Kultisten-Scheiße. Was ist das hier, Alter? First Aid liegt ja vor der Kirche. Okay, das ist schon mal gut zu wissen, dass wir hier... First Aids. Kommt das, triggert das, wenn wir reingehen, oder wann triggert das? Ich gehe jetzt erstmal nicht rein. Ich lege jetzt erstmal hier was hin. Das müssen wir richtig schön mit Fallen und... Ja, richtig schön. Zack, eine Falle. Noch eine. Und dann hier schön noch Minen. Okay, warte, ich lege auch mal ein paar hier hin. Ich will haben, dass er richtig kassiert ist. Ich denke, Alter, was hat... Hey, Junge! Das mit diesem Kuh, ey, wer denkt sich so eine blöde Tastenscheiße aus? Der Ziegenmann.
So, haben wir noch einen dritten Eingang oder nur den kleinen hier vorne? Weil da müssen wir. Ich glaube, wir haben da nur den kleinen. Wir müssen jetzt durch den kleinen gehen. Da müssen wir durch den kleinen gehen und da auch direkt Fallen hinlegen. Obwohl, guck mal, ich glaube, man kommt hier auch rein, oder? Ich würde es nicht machen. Ah, doch, es geht, es geht. So, ich bin jetzt drin in der Kirche, aber es ist noch nichts passiert. Hier ist Blut an der Kante. Siehst du? Siehst du? Okay. Alter, da ist er! Oh, hat er richtig Schaden genommen. Da steht er immer noch! Er hat richtig gut gefressen. Okay, okay. Eine Kombination aus Mine und Fangeisen. Obwohl, die Mine ist gar nicht losgegangen. Die Minen liegen noch alle hier. Du musst die Fangeisen neu platzieren. Ist das hin? Ja. Ist er weg? Ich höre ihn noch, ich höre ihn noch. Es leuchtet auch rot, was... Darimus, Ademus, Darinus, Dominus, Genitalus, Herpesnus, Herpus, Genitales. Hast du das Licht draußen angemacht? Ja, ich dachte, das ist vielleicht eine geile Idee. Leuchtet voll auf die Kirche so, man sieht gar nichts nach draußen. Yo! Stiegenmann! Wawawu! Wawawu! Das ist nicht Bigfoot, Mann! Ja, die hören alle auf denselben Ruf. Hast du den Ruf? Ich bin der, der den Groove schuf. Glaubst du, er ist irgendwo noch da draußen? Er muss irgendwo da draußen sein. Komm ich da rüber, ohne zu sterben? Hab's geschafft! Oh Gott, ein Vogel! Wo bist du? Draußen. Lässt er mich hier nachts in der regnenden Kirche zurück? Wollen wir mal runter zum Friedhof? Vielleicht ist er da irgendwo. Ja, aber dann müssen wir hier alles einsammeln. Wir könnten auch hochrennen und ihn hochlocken. Löckeln nennt man das auch. Wo bist du lang? Hier so rechts nach draußen dann, oder was? Ich bin draußen. Okay, okay. Hier. Ja, ja, ich komm. Können wir den da hochlocken? Ich weiß ja nicht. Brauchst du dich rein? Wir müssen das Doppelritual feiern. Was ist eigentlich mit C4? Wir haben doch noch C4. Okay, wie kann man das platzieren? Das magische Q. Okay, ich habe jetzt hier mal einen Kasten hingelegt. Wie sprengt man das Zeug? So, ich will es gar nicht wissen, ey. Liegt einfach da. Ah! Thanks! So viele Schlangen! Okay, das C4 ist in die Luft gegangen. Weil du drauf geschossen hast. Weil ich drauf geschossen habe, ja. Okay. Ich muss mal eben hier. Na gut, jetzt liegt ja hier nichts mehr, oder? Sind da noch Schlangen? Nee, ne? Da draußen sind noch Schlangen. Gott, was für eine teuflische Nacht! Alles ist da, nur nicht der Ziegenmann. Alter, wie viele Schlangen sind denn hier? Ziegenmann! Wir schänden dein Grab, Ziegenmann! Oh Gott! Da oh kommt Gott. Er doch! Oh, verdammt! Hilfe! Zum C4! Zum C4! Wo ist er denn? Ich weiß es nicht. Wo ist der hin? Keine Ahnung, ey. Irgendwo da runter, ins Dunkel. Wollen wir ihn jagen? Wollen wir ihn jagen? Ey, wir haben unser ganzes Equipment da oben zur Kirche und zum Friedhof gelegt und er rennt los. Ich hab nichts. Ich suche ihn doch nur. Was ist das da hinten? Siehst du das? Das sind Geister. Wo sind Geister? Direkt vor uns. Schau mal, da wo die Flare hingeht. Ja. Ich sehe nur Qualm. Das sind Kultisten. Hört auf, euren Kult hier auszuleben. Bringt sie um. Ist sie weg? Ich weiß es nicht. Oder war es nur Mais? Vielleicht war es auch nur Mais. Ich sehe nichts, Alter. Es ist so dunkel. Vielleicht war es nur Mais.
und keine Kultisten. Sag mal, haben wir eine Uhr? Wie lang geht denn die Nacht? Ich sehe keine Uhr. Ist jetzt nur unsere Lichter da oben in der Ferne. Wollen wir zurück zur Kirche? Können wir machen. Alter, der Ziegenmann ist aber echt gerissen. Der weiß schon, was abgeht. Der lässt sich nicht so einfach schlecken. Nein, das waren definitiv Kultisten. Ich meine auch, dass ich Kultisten gesehen habe. Ich habe da Kultisten gesehen. Das sah mir ganz nach Kultismus aus. Ich glaube, es wird heller, oder? Ja, es wird heller. Voll geheilt? Ich bin voll geheilt, ja. Aber irgendwie das Unwetter lässt gar nicht nach. Nee. Sammel mal hier oben meine Fallen wieder ein, oder? Jo, nimm mit. Hier muss doch irgendwo eine Mine liegen. Also ich kann sagen, die Fangeisen sind bis jetzt am effektivsten. Die haben echt am besten funktioniert, ne? Ja. Aua! Hä? Bist du voll mit Fangeisen? Ach so, ja. Shit. Irgendwelche Hinweise hier? Was ist das? Hier, hier. Ich hab einen Hinweis. He wanders around two mountains that the Great Bridge connects. Die große Brücke. Ich hab doch gesagt, diese Kreaturen halten sich immer bei Brücken auf. Es ist komisch, ne? Aber Brücken sind, also das ist so ein Magnet für solche. Ja, Lebewesen. Mottenmann, Brücke, Bigfoot, Brücke. Wir haben es gesehen, wir haben es live gesehen. Ja, und jetzt auch noch der Ziegenmann. Das ist ein Brückentreff, Alter. Es sind Brückenkreaturen. Brückenboys, wir treffen uns. Einer kann fliegen, einer hat einen großen Mund. Und einer hat ein dickes Horn. Ziegenmann, zeig uns dein Horn. Da, hier, da ist er doch. Da ist er doch, Goldmann. Ziegenlümmel. Der Ziegenmann, Ziegenmann. Fallen, nicht fallen. Ich hab Fallen gelegt! Er läuft nicht rein! Er findet das nicht gut! Komm schon! Ich glaube, da ist er reingetreten jetzt! Wir haben ihm auf jeden Fall gut Schaden gemacht! Ziegenmann! Jetzt rennt er wieder weg! Er ist ja scheiße schnell, dieser Ziegenmann! Manche Traps werden mir irgendwie nicht richtig angezeigt, ey! Bei dem Wetter sehen wir auch so wenig. Okay, wo bist denn du lang? Soll ich deine Falle mit aufheben wieder hier? Ja, du kannst sie mitnehmen. Wo habe ich jetzt meine andere? Ich habe doch hier so viele Fallen hingelegt. Ich habe ein bisschen was eingesammelt hier, aber das ist die einzige, die hier noch liegt. Nimmst du mal mit? Hier müsste noch eine liegen. Ich habe alles eingesammelt, glaube ich, was hier liegt. Ja, dann ist ein Fangeisen verloren gegangen. Da kommt was von links. Schwein! Warum beleidigst du mich jetzt? Kannst du mir nur sagen, dass dein Tier kommt? Rotz ist weg. Ja. Wo geht's denn zum Van? Irgendwo da unten. Okay, das ist die Ecke, wo wir die Kultisten gesehen haben. Ja, da habe ich ein Licht aufgestellt, damit die nicht mehr kommen. Jugendliche, die den Ziegenmann vergöttern. Ja. Feuerzeuggas schnüffeln. Okay, da hinten ist... Wir waren jetzt noch nicht bei der Barn. Wir waren noch nicht bei der Barn, aber wir waren Und wir schon... waren auch nicht beim großen Village. Ja, vielleicht sollten wir erstmal zum Van, oder nicht? Meinst du auftanken beim Van? Und dann rüber zur Barn? Zur Bucky Barnes? Zur Bucky Barnes an die Barn, ey. Zum Caravan? Der müsste hinter dem Felsen sein. Auf jeden Fall hat der Ziegenmann Einfluss auf das Wetter. Der kann machen, was er will. Der ist es. Er spielt mit uns. Deswegen ist es in Deutschland auch im Moment so heiß. Ziegenmann. Ziegenmann sagt Wetter. Ich weiß gar nicht, warum es überhaupt einen Wetterdienst gibt. Die könnten auch den Ziegenmann da hinstellen, der nicht spekuliert, sondern sagt, morgen mache ich Regen. So. Ja, ja. Ey, da kommt ein Bär. Sind Sie nicht eigentlich vom Aussterben bedroht oder so? Jetzt bald schon. Irgendjemand haben wir damit erzürnt. Ziegenfreund. Wo? Hier,
Hier! Ja! In die Falle rein! Er ist voll in die Falle rein! Alter, das schmeckt ihm gar nicht, sag ich. Das ist eine Falle. Oh, noch ein Bär! Wo zaubert der immer nur diese Bären her? Ich habe das Gefühl, dass ich mit den normalen Sachen gar keinen Schaden mache, ne? Doch, doch, aber ganz, ganz wenig. Guck mal, da hinten rennt er! Sollen wir hinterher? Der Schrei des Ziegenmanns! Nein, da ist ein Elch! Oh, ich wäre beinahe gestorben. Jetzt ist der Ziegenmann weit weggegangen. Oh Gott, ja, ich wurde auch von irgendeiner Kreatur des Waldes vergewaltigt. Naja, das kommt häufiger vor. Jetzt liegen sie ja alle tot rum. Ich wurde gewaltet. An dem Haus hier liegen sie alle völlig verschrottet. Boah, ich würde sagen, dieser Ziegenmann ist. Wir gehen zum Van, oder? Knusprig in der Hose. Was zur Hölle ist das jetzt schon wieder? Was denn? Ich höre gar nichts. Kommt bei mir ja, wahrscheinlich natürlich. Erst wieder eine Minute später. Ich gehe hoch zum Van. Er ist definitiv bei der Bucky Barnes Bahn. Ja, so in die Richtung ist er auch gelaufen, glaube ich. So, Ammo-Box erstmal schön aufgefüllt. Stimmt, ich habe auch nichts mehr. I und K ist up and down. Hä? Da ist er doch, da ist er. Da ist er doch. Monitor runter. Leg eine Falle. Habe ich, gib ihm. Ist er rein? Ja, die Falle ist, glaube ich, weg. Boah. Verdammt, dieser elende Bastard. Der ist schon heftig. Der ist schon echt heftig. Verdammte Ziegenmann. Boah, die Folge ist vorbei, ne? Ja, ziemlich krass, Mann. Okay. Ich würde sagen, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Hier steht Everything... Was? Everything the PC? Everything okay. The PC? PC Principle? Gut. Lest dieses wunderschöne Buch und lasst uns eine Bewertung da. Danke fürs Zusehen. In der nächsten Folge werden wir diesen Ziegenmann besiegen. Ich schwör's. Ich schwör's. Ich will die Ziegen besiegen. Das ist mein Motto. Otto. Für Ronny. Für Ronny. Bis zum nächsten Mal. Und seine angegrapschte Mom.